Ja, hallo und willkommen zurück hier bei Far Cry Primal, meine Lieben. Wir haben gestern hier in unserem Dorf die Syla befreit, sie geheilt und jetzt ist unser Auftrag, hier oben einen Schamanen uns zu holen, den Tensai. Und unterwegs werden wir uns unser erstes Leuchtfeuer unter den Nagel reißen. Die Leuchtfeuer dienen so als, ich denke mal, Schnellreisepunkt zwischendrin nochmal. Ist wie bei den letzten Far Cry Games auch wahrscheinlich so ein bisschen eroberungstaktisches Spielchen, was da läuft. Ja, der Jäger mit dem Kopfschuss ist wieder unterwegs. Es ist ein herrlicher Tag hier im Urwald 10.000 BC. Und ja, was soll man sagen? Es ist herrlich. Die Vögel zwitschern, keine Autos, keine Staus, nur ein paar wilde Tiere und wir und ein Fluss. Uka, Uka, durch da. So, wir sind direkt durch den Fluss hindurch. Wir werden mal gleich kurz in unser Herstellungsmenü schauen, was sich da so Neues zeigt. Handwerk. Wir können Speere herstellen. Oh, das ist aber sehr schön. Eingeweide Tasche. Pfeiltasche, Rothundfell. Ja, das finden wir mit der Zeit alles. Das ist doch, denke ich mal, kein großes Problem, sich ein bisschen Ausrüstung zusammenzusammeln. Haben wir ja schon oft machen müssen in Far Cry-Spielen. Waffenrad, wir nehmen wieder unseren Bogen zur Hand. Der ist mir doch am sympathischsten mit im Moment. Und mit diesem Bogen schauen wir weiter in Richtung Urwald. Hier vorne geht es zu dem Leuchtfeuer. Es ist noch 200 Schritte entfernt. Irgendwas ist hier im. Wo kam der denn her? Naja, das ist unser erstes Wildschwein, was wir erlegt haben und gehäutet haben. Sehr schön. Ich dachte erst so, hä, was hat der denn für ein Problem? Es sind verdammt viele wilde Tiere unterwegs, ich merke das schon. Aber wir können das Fell gut gebrauchen von dem Rothund, um unseren Pfeilköcher zu erweitern. Ein bisschen Stöckchen wieder mitnehmen. Das Schöne ist, man kann mitnehmen, was man braucht. Man muss nichts bezahlen. Ich glaube auch nicht, dass es hier Geld gibt. Ich bin da mal sehr gespannt drauf, ob es vielleicht doch schon in der Steinzeit eine Währung gab, nach Auffassungsgabe unserer Programmierer. Hier sollen wir jetzt ein Leuchtfeuer entzünden, um es für die Wenja zu erobern. Sehr gut ist ja natürlich, dass die Pfeile zum größten Teil wiederverwertbar sind, wie es aussieht. Das spart natürlich viel an der Herstellung. Leuchtfeuer sind große Feuerstellen, die dein Gebiet markieren, sobald du es eroberst. Schalte die Gegner in der Nähe aus und entfache die Leuchtfeuer, um sie für deinen Stamm zu erobern. Eroberte Leuchtfeuer schalten Schnellreiseziele frei und bieten dir sichere Ruhestätten und Zugriff auf dein Belohnungslager. Ja. So dieses typische halt eine Basis erobern. Wir gucken natürlich mit unserem Jägerblick erstmal rum. Aber ich sehe hier niemanden. Scheint unser Glückstag zu sein. Oh, das Viech hat sich gerade eine Ziege geholt. Auch in Ordnung. Na, wenigstens können wir sie. Eieieiei. Was bist du denn für ein Viech? Aber es hat geklappt. Wir haben das Leuchtfeuer beansprucht. Unsere Wanja-Bevölkerung wird erhöht. Die Wanja-Bevölkerung.
Wenn du ein Leuchtfeuer oder einen feindlichen Außenposten eroberst, schaltest du ein neues Schnellreiseziel frei, mit dem du schneller durch Oros reisen kannst. Du kannst außerdem in dein Dorf schnell reisen, um Hütten zu errichten oder zu verbessern. Drücke Touchpad und wähle das Kartenmenü zum Schnellreisen, nutze L zum Markieren eines Leuchtfeuers, Außenpostens oder Dorfes und wähle die Schnellreise. Ja, nichts Kompliziertes, kennen wir schon das Spiel. Hier, das Feuer ist entzündet. Wir können jetzt hier auf das Belohnungslager zugreifen. Uns fehlt aber noch einiges. Ausruhen möchten wir uns jetzt nicht. Wir gucken noch, was hier in dem Beutel ist. Ein Südstein. Nordgelblatt. Wir können aber neue Fähigkeiten bekommen. Pflanzen werden angezeigt. Halte gedrückt, um dich zu heilen, während du sprintest. Halte gedrückt, manuell einen Gesundheitsbalken zu heilen. Ja, das mit dem Heilen klingt gar nicht mal schlecht, aber wir sollten vielleicht das Sammeln noch ein bisschen verbessern. Nein, das mit dem Heilen ist gut. Das ist schon besser, das stimmt schon. Wir wollen ja auch gesund bleiben erstmal. Und das weitere Ziel wäre dann jetzt, den Schamanen zu holen. Also setzen wir uns mal einen Wegpunkt und marschieren mal fleißig los in die Richtung. Das dürfte nämlich auch nochmal mehr als ein guter Marsch sein. Wir können hier noch ein Grünblatt mitnehmen. Boah, guck mal die Berge an. Kollege, das ist ja mal richtig schick. Das muss man ja mal sagen, das hat ja schon was. So, unser alter Holz nehmen wir wieder ein bisschen mit. Wir sind hier, so wie ich es sehe, auf einer Straße, laut der Karte. Es ist eine komische Straße, aber sie scheint halt steinzeitlich gut zu existieren. Tip, 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 tip. Peshrawas Ursprung. Ey, da geht's aber tief runter. Das möchte ich jetzt nicht ausprobieren, da runter zu springen. Denn hier ist irgendwas Großes. Ich sehe es nur nicht. Da hinten. Den Großen sollten wir vielleicht erstmal noch ein bisschen Wir haben gerade so ein leichtes Problem. Ja, der Bär war zu viel. Der Bär war zu gut. Naja, passiert schon mal. Man kann sich ja nicht direkt mit allen urzeitlichen Viechern auskennen. Der Bär war jetzt einfach eine Nummer zu hardcore. Ich weiß nicht warum. Wahrscheinlich haben wir einen schlechten Wisch, zu wenig Kraft auf den Waffen gehabt, um ihn effektiv bekämpfen zu können. Aber das soll uns ja nicht abhalten, unsere Mission zu erfüllen. Wir sind jetzt in einem anderen Lager gelandet, wie es aussieht. Ja, also ein bisschen näher da an dem Schamanen dran. Sind auch ein bisschen aufmunitioniert, was ich auch sehr nett finde. So sind wir wenigstens nicht direkt pleite mit den Munitionchen. Obwohl hier natürlich ein MP5 sehr, sehr berauschend wäre. Einfach alles platten mähen und die wissen gar nicht, was mit ihnen passiert. Ich höre schon wieder Kampfgetümmel am Rande. Aber das soll uns ja nicht abschrecken. Schiefer gibt es, Steinfinger, Ort entdeckt. Ja, das war der richtige Moment. Ein Kügelchen mit Fleisch. Lila.
Lilablatt, da war einiges drin. Ich vermute mal, dass hier in der Höhle dieser Schamane sitzen könnte. Ich höre schon Wanja. Wanja, 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 Wanja. Salwa padawaida, uhaita, tinsai. Nay, nay. Jassa. Ujassa da. Hey. Hassan. Ashai ubaja. Na lecker. Upafi takar. Upafi. Uti shayus lautra kwasandar. Ja. Lautra kwasandar. Auch in der Steinzeit werden wir auf einen Drogentrip geschickt, wie es aussieht. Wir kennen das ja aus den anderen Far Crys mit vielen, vielen lustigen Drogen. Diesmal ist es halt eine blutige Angelegenheit. Die Vision der Bestien. Ja, die Vision der Bestien. Was erwartet uns hier wohl? Finde den Wegweiser. Wenn ich ja mal wüsste, wie dieser Wegweiser aussehen könnte, dann wäre es auch einfacher, ihn eventuell zu finden. Gut, versuchen wir unser Glück und gehen einfach mal hier diesen Pfad entlang. Eine Eule als Wegweiser, okay. Mukwai Chashta. Ich, oh edle Eule. Wow. Wir dürfen mit der Eule fliegen. Das ist sehr, sehr cool. Das ist so ein spiritueller Ausflug anscheinend, ausgelöst durch diesen Schamanen. Unter Wasser auch, okay. Glaub gar nicht, was hier so unter Wasser noch alles wächst. Und es gibt einige Wasserfälle, wie es aussieht. Unser Wegweiser ist dort drüben. Eine Höhle voller Tiere. Und wir folgen der Eule auf dem Weg zu einem sicheren Ort. Oh, und es geht nochmal los. Es geht wieder los. Es geht rund.
Der nächste war. Und das Wetter macht uns einen Strich durch die Rechnung. Und wir haben die Eule verloren. Was passiert da? Oh mein Gott. Wir folgen weiter der Eule. Oh, jetzt sind hier ein bisschen mehr Raubtiere anwesend. Und was für große Viecher. Wo willst du mit uns hin, mein Freund? Durch, durch. Du, Umifakui, Jausumoha. Ah, unsere eigene kleine Spionagedrohne. Vision der Bestien abgeschlossen. Wirf Keulen, um Gegner zu betäuben, stürme dann auf sie und halte R2 gedrückt, um sie mit einem schweren Angriff zur Strecke zu bringen. Ja, das kriegen wir doch hin. Varanabandata! Subnia! Nasubnia! Tabaran Shayu! Guarpati Kala! Guarpati! Shras! Uai Guarpati! Ubargo Shayu, tu si daha, usai, di yudi yauga daha. Ah ja, Höhlenmalerei mit Blut. Ganz simpel, ganz einfach und doch effektiv. Quarpati, faran habandata, kubalsan war habanda magata, ulaukawa waida warkwaswa. Aiwa si bargo shayu. Tu si daha magata. So, die nächste Bestienmeister-Mission ist verfügbar und die werden wir angehen in der nächsten Folge unserer Let's Play-Reihe. Wenn es wieder heißt Let's Play Far Cry Primal. Bis dahin.